es jemals auf zu regnen? Ich habe vergessen, wie die Sonne aussieht. Wir sollten in Urlaub fahren. Ins Warme. In die Sonne. Drachenufer. Yeah! Da war ich nicht mehr, seit wir Nestie Nork besiegt haben. Wie sieht's aus, Bugs? Hast du Lust auf einen Strandurlaub? Der letzte ist ein Nork. Funktioniert das, Professor? Beinahe. Nur noch ein paar Änderungen an den Kugeln und... Vielleicht ist das keine so gute Idee. Ein Drache hier könnte Riptor noch wütender machen. Ganz ruhig, Jäger. Und hör auf zu zappeln. Denk an das Buch des Professors. Sie haben Krallen, riesige Zähne. Und sie können Feuer spucken. Die klingen viel gefährlicher als Riptor. Genau darum geht es doch. Ein Drache ist unsere einzige Chance gegen Ripto, das weißt du. Es klappt! Es klappt! Ich habe einen Drachen! Boah, wow, harte Landung. Hi, wo geht's zum Strand? Hey, guckt nicht so. Habt ihr etwa noch nie einen Drachen gesehen? Du bist ein Drache? Hast du ein Problem damit, Kätzchen? Sieh an! Jemand hat vergessen, mich auch einzuladen. Wollt ihr etwas vor mir verbergen? Ein Drache? Ihr habt einen Drachen nach Avada geholt? Ich hasse Drachen! Rush, auf ihn! Auf ihn! Gott, du Idiot! Das war mein Zepter! Wir sprechen uns später! Wer war das denn? Das war Riptor. Und wir müssen ihn loswerden. Er macht uns hier jede Menge Ärger, aber ich habe keine Zeit zum Erklären. Hier, nimm das magische Buch über Avala. Es wird dir helfen, unsere Welten zu verstehen. Erstmal muss ich Riptor folgen und sehen, was er vorhat. Wir treffen uns im Sommer bald, okay? Hey, immer langsam! Ah, wieso passiert uns sowas nur ständig, Kumpel? Hey ho und let's go mit Spyro Reignited Trilogy und dem zweiten Teil der Trilogie, Riptor's Rage. Und es fängt sowohl mit altbekannten Dingen an, wie natürlich wieder jede Menge Edelsteine sammeln, auch wenn hier keine Erklärung ist, warum überall Edelsteine sind, und mal wieder irgendetwas, wo wir reingezogen werden und gar nichts damit zu tun haben. Spyro, leider ist gerade eine Echsenmeute aufgetaucht, die alle unsere Edelsteine klaut. Kannst du sie aufhalten? Jo, kann ich machen. Und ihr seht schon einige Neuerungen im Gegensatz zum ersten Teil. Es gibt Charaktere, mit denen wir... Ja, was war das denn? Ah ja. Ist das normal? Also wir haben die altbekannte Ram-Attacke, wir können Feuer spuren, springen, fliegen, klar. Charaktere, ist ja, mich wundert nur gerade das Feuer. Ich bin mir nicht sicher, ob das so sein soll. Ist das ein Cheatcode, den ich aktiv habe? Die Cheatcodes, die wir im ersten Teil für die ja, kosmetischen Sachen nutzen, funktionieren natürlich auch hier im zweiten Teil. Allerdings gibt es hier ein paar mehr Dinge, die Spyro kann. Und dementsprechend auch leicht andere Cheatcodes. Und ich vermute, das hier ist einer von denen. Auch wenn ich es null im Kopf habe. Aber okay. Und wenn es kein Cheatcode ist,
Dann kann Spyro aus irgendeinem Grund reguläres machen. Sehr schön. Da haben wir eine schöne Fee, die uns leitet, die uns den Weg zeigt. Das kann ja verwirrend sein in den Welten. Übrigens auch ein kleiner Unterschied. Das hier ist nicht die Oberwelt, wie es im ersten Teil war, da sind wir gestartet, sondern hier sind wir tatsächlich schon in einem Level. Hallo Gegner, auch hier können sie im allerersten Level nicht einmal Schaden machen, wenn man sie berührt. Die können absolut nichts. Sehr schön. Ah, tut das gut. Ich habe mir etwas Zeit gelassen für den zweiten Teil, aber jetzt geht es zumindest für mich weiter. Für euch geht es ja sowieso nahtlos immer weiter. Ah, da ist ein großer. Oh! Der kann Schaden machen. Okay, ich habe mich geirrt. Nee, das muss ein Cheatcode sein, sonst wäre ich zu overpowered. Das kannst du mir erzählen, dass ein regulärer Spyro es kann. Aber warum der aktiv ist, weiß ich nicht. Ich habe ja mehrere Speicherstände. Vielleicht überträgt er die aus dem anderen Speicherstand. Ich muss ihn sowieso nochmal nachsehen, wie man den entfernt. Aber gut. Ich meine, an Skill fehlt es mir sowieso nicht. Das heißt, einfach mache ich es mir sowieso damit nicht. 120 Edelsteine schon. Und das ist erst der Anfangsbereich gewesen. Auch interessant. Es kam ja nur das Originale ein Jahr später nach dem ersten Teil raus. Und sie haben, wie gesagt, viel verändert. Wir haben Charaktere, mit denen wir rumlatschen. Hier sind auf der Karte Charaktere, mit denen wir quatschen. Ja. Bei denen, was die Trilogie angeht, hat sich ja auch nicht viel geändert. Wir können weiterhin hier die Musik wechseln, was wir lieben. Die Karte schalte ich auch mal am Anfang ein, damit wir auch die sehen. Wir haben wieder mal ein schönes Handbuch, was dasselbe Prinzip quasi ist. Und wir haben wieder hier Fähigkeitspunkte, die in der Trilogie neu reinkamen und auch wieder eine neue Galerie, die wir dann freischalten. Sehr schön. Gibt's viel zu tun. Sonst noch was im Menü? Zack, zack, nö. Ah, doch, obwohl wir sind mit dem Level vielleicht deswegen. Nee, doch, da oben. 10.000 Edelsteine gibt es hier im Original. Also im ersten Teil gab es ja 12.000 regulär. Wenn man alles hat, konnte man ja 120% erreichen mit 12.000 Edelsteinen. Eier gibt es anscheinend nicht mehr, dafür diese Kugeln. Sehr schön. Gut, Eier natürlich gibt es keine mehr, weil in dieser Welt sind Drachen unbekannt. Wäre also komisch, wenn hier Dracheneier rumliegen. Und das war's ja. Spyros Leben sind ja klar. Mal sehen, ob ich hier irgendwie down gehe. Okay, ich muss wissen, wie man das ausschaltet. Ich schaue kurz wegen dem Cheatcode nach, nicht, dass ich hier doch ein bisschen zu sehr trickse. Einen Moment bitte. Gute Nachrichten, es war kein Cheatcode. Denn sobald man das Spiel einmal durchgespielt hat, schaltet man automatisch diese Superflamme frei. Und zwar automatisch auch für alle Speicherstände. Wusste ich nicht. Interessant, cool. Aber natürlich wollen wir es uns nicht zu einfach machen, deswegen hier die Originalflamme. Mit einem weiteren Cheatcode kann man sie zwar nicht aktivieren, aber dafür deaktivieren. Und ich meine, warum nicht? Bleiben wir schön klassisch. Ich bin eine Freundin von Elora. Sie hat mich gebeten, dir zu helfen. Wann immer du mich findest, merke ich mir deine Fortschritte. So etwa. Auch das Prinzip. Dieser Funke heißt, dass ich dich hierher zurückbringe, wenn du in Schwierigkeiten gerätst. Bis später. Du bist Checkpoints. Ihr seht, keine Drachen muss man retten, sondern die sind einfach nur irgendwo. Wohin, mein Freund? Kommst du her? Dich krieg ich schon. Ach ja. Diese Angsthasen. Die können nicht viel. Achso, du bist ein Freund. Du bist aber ein Gegner. Geht's dir gut? Hallo? Wir Edelsteinhauer sind etwas zu klein, um auf diese Leitern zu klettern. Du wohl auch. Besuche mich in Glimmer, wenn du klettern gelernt hast. Klettern. Ja, ihr seht, wir können Fähigkeiten erlernen. Das gab es in Spyro 1 nicht. Da gab es zwar diese Turbo-Plattform, aber man braucht halt die Plattform, sonst konnte man es außerhalb nicht nutzen. Und ein paar Feen, die einem besondere Fähigkeiten, allerdings auch nur zeitweise gegeben haben. Obwohl, es gab eine Fee, die einem dauerhaft die Superflamme, denke ich, gegeben hat in einem Level. Gut, nur in einem. Aber auch das ist ein anderes Thema. Und ein weiterer Charakter, den wir sogar etwas häufiger zu sehen bekommen. Ah, du musst der Drache sein, von dem alle reden. Tja, Drache hin oder her. Die Brücke zu öffnen, wird dich leider etwas kosten. Das macht 100 Edelsteine, wenn du rüber willst. Ja, ihr seht, die Edelsteine hier haben auch einen gewissen Zweck.
nämlich dem, seine Geldgier zu stillen. Er kann uns helfen, alle in dieser Welt, in Spyro 1, Spyro 2 und ich denke sogar Spyro 3 sind sowas von lieb, außer dieser hier. Der will bezahlt werden. Aber gut, was sollen wir tun? Danke, werter Drache. Spyro, richtig? Ab sofort kannst du die Brücke jederzeit benutzen, kostenlos. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn du noch mehr Edelsteine hast. Ja, das wäre es, wenn du noch Mountgebühren oder sowas nimmst, gell? Für jedes Mal, wenn ich da drüber will. Und da gehen die Edelsteine hin. Bye, bye. Wie viele hatte ich? Ah, okay. Natürlich, hier im Handbuch bleiben die als Anzeige gespeichert, weil nur das ist relevant für die 100%. Ausgeben müssen wir sie ja so oder so. So. Ihr seht auch, für die Gegner, das sind hier keine Gegner, die verwandelt wurden in Edelsteine. Das hat ja damals Nessinog so veranlasst. Diese Gegner existieren einfach von vornherein hier. Und aus denen kommen diese Lichtkugeln raus. Die haben auch noch eine Bedeutung. Aber dazu kommen wir gleich. Sparkle bleibt auch hier weiterhin unser Begleiter und hat dieselbe Fähigkeit wie im ersten Teil der Trilogie. Und zwar, er kann auf Edelsteine zeigen. Hier wieder ein Checkpoint. Wenn du Aktion drückst, kannst du dich umsehen. Probiere es doch gleich einmal in dieser Höhle aus. Ich weiß immer noch nicht, wer Dreieck als Option bezeichnet, aber okay. Das kennen wir auch, ist nichts Besonderes. Aber ab und zu hilfreich. Vor allem da interessant. Genau, Sparkle hat dieselbe Fähigkeit wie im ersten Teil der Trilogie. Die kleine Neuerung, die im Original nicht gab. Er zeigt auf Edelsteine, wenn man L3 drückt. Aber auch hier werde ich es nicht nutzen wollen, sag ich mal. Im ersten Teil habe ich es auch geschafft. Es nie beabsichtigt zu nutzen. Mal sehen, wie es hier ist. Aber ihr habt schon etwas gesehen. Dieses erste Level kann ich nicht beenden. Denn hier müssen wir ja klettern und ich kann nicht klettern. Er meinte irgendwo, eine andere Welt hat er genannt oder Level oder was auch immer. Da kann ich es nochmal lernen. Dann muss ich Backtracking machen. Und das ist ja auch das Interessante hier. Dadurch gewinnen die Level etwas mehr an Tiefe und sind nicht gleich beim ersten Mal abgehakt. Sondern man muss diese immer in Erinnerung rufen. Wo geht's denn eigentlich lang? Danke für deine Hilfe im Kampf gegen die Echsen, Spyro. Bitte nimm diesen Talisman von Glimmer als Dankeschön an. Yay, Talisman. Das magische Portal neben mir bringt dich in den Sommerwald, eine der Heimatwelten von Avalar. Genau, und zwar brauchen wir hier immer einen Talisman, um letztendlich aus dem Level zu kommen. Die Talisman, ich weiß nicht, ob dafür irgendwelche Bedingungen erfüllt werden müssen. Oder einfach nur ans Ziel kommen können. Aber so oder so. Das müssen wir erreichen. Auf der Karte haben wir es die ganze Zeit schon markiert bekommen. Also auch die ist hier etwas mehr überarbeitet worden. Aber das Level ist noch nicht fertig, also schauen wir uns hier weiter um. Auch hier können wir uns mit kleinen Tierchen wieder heilen, wenn Sparkle verletzt ist. Also auch das ist kein Thema. Junge, du stresst mich gerade. Danke. Bist zwar nicht so schnell wie ein Eierdieb. Ich weiß gar nicht, ob es die Gegner auch hier gibt. Ich überlege gerade. Also es gibt zwar keine Eier, aber die Eierdiebe hatten auch in Spyro 1 nicht immer Eier. Ne, mir fällt es gerade nicht ein. Also gehört habe ich zumindest noch keinen. Wo muss ich denn überall lang? So, was geht denn hier? Was geht denn hier? Kämpfst du gegen Gegner? Ein freundlicher Charakter, der uns helfen kann, echt jetzt? Diese Echsen haben alle meine Edelsteine gefressen. Ich wollte sie mit Steinen verjagen, aber sie sind zu schnell für mich. Du kannst es gern mit einem meiner Steine versuchen. Wenn du Fragen hast, frag mich einfach. Okay. Ah, eine kleine Challenge. Triff die kleinen Echsen mit Steinen. Sprich mit Bowser, um weitere Hinweise zu erhalten. Schwierigkeit 1. So, ein Stein haben wir hier. Genau, dafür brauche ich das Zielen und wie spucke ich mit Kreis?
Guter Schuss! Folgt mir zur nächsten Echse! Okay, ich folge dir erstmal, weil sonst verliere ich dich aus den Augen. Danach hole ich mir aber gleich die Edelsteine, keine Sorge. Dazu kommen wir auch gleich. Du musst auch mal kurz weg. Wo bist du hin? Ah, da oben. Ich sagte ja, der wird nicht auf der Karte angezeigt. Ich gehe zwar sowieso überall hin, aber trotzdem brauche ich Überblick. Du kannst mir halt spucken, Spyro. Versuch mal bis zur Echse zu spucken. Ah, alles klar. Ich kann auch so spucken. Ich weiß gar nicht. Muss ich zielen oder zielt er, wie er steht? Okay, es hat funktioniert. Dann gehen wir weiter. Schon viele Edelsteine für das erste Level. Du musst zielen, um diese Echse da oben zu treffen. Drück Aktion zum Zielen und dann Angriff zum Spucken. Danke, danke. Das ist zwar auch keine dauerhafte Fähigkeit, weil wir brauchen ja dementsprechend diese Steine von jemandem. Auch das geschafft, sehr schön. Ah, und auch mit dem Charakter, also schon innerhalb des Levels, muss man Backtracking machen. Ah, da habe ich was Verstecktes gesehen. Ich hole es gleich. Ich will, wie gesagt, den Typen nicht aus den Augen verlieren. Vor allem, wenn er zurückgeht. Dann muss ich ja das ganze Level durchsuchen. Diesmal wieder nicht quatschen. Ah, da oben. Ich dachte schon, wohin soll ich feuern? Sehr gut. So, bloß nicht dich verlieren. Ich hoffe, er geht nicht die Leiter irgendwie hoch. Obwohl, die andere Maus hat ja erklärt, die können auch nicht die Leiter hoch, gell? Beziehungsweise, ist das überhaupt eine reine Maus? Sieht eher eine Mischung aus, aus Maus und Känguru. Ich schaue es mir gleich genauer an. So, wohin möchtest du? Zeig mal her. Doch, du bist so eine Maus-Känguru. Da. Vor allem mit Steinen bewerfen, die explodieren ja. Also wie bist du witzig? Ich bin kein Känguru, okay? Ich kann nicht so hoch springen. So. Wo? Hallo? Na, da oben. Stein mit deinem Mann ja. Ich weiß, wie das geht. Das ist das Problem, wenn man Aktion für beides drücken muss. Oh, fast. Das erste Mal verfehlt. Wohin denn, mein Freund? Du gehst doch irgendwann zurück, gell? Nicht? Jetzt. Ja, du hast meine Edelsteine vor den Echsen gerettet. Hier, nimm diese Kugel. Ein Mädchen mit Flügeln hat sie gestern hier verloren. Yay, eine Kugel, die toll aussieht. Dessen Bedeutung wir aber nicht kennen. Und eine was? Ein Mädchen mit Flügeln. Ein Drache kann es aber eigentlich nicht sein. Es gibt ja keine Drachen außer mich. Also laut denen. Da oben sehe ich auch die ganze Zeit was, aber ich komme da nicht dran. Ich darf mir das hier nicht vergessen. Das habe ich... Wo war das? Wo war das? Ich dachte, hier war was drin. Ich dachte, hier wäre was gewesen. Okay, dann nicht. Also ihr seht, ein bisschen mehr Tiefe haben die Level, dadurch, dass man viel mehr machen kann. Also erstmal hier rein, wieder in die Höhle. Da haben wir angefangen mit der Challenge. Achso, ich komme aber nicht hoch? Nee. Na gut. Dann machen wir was anderes. Ich wechsle noch einmal die Musik. Nein, nicht an Buch. So, wieder die Reignited-Musik. Und wir schauen uns... Ah, den Edelstein. Zwei. Wir schauen uns auch das hier an. Das hier hat sich aktiviert, nachdem ich genug Gegner und damit diese komische Kugel gesammelt habe. Und was das macht, schauen wir nach. Das Superflug-Power-Up ist aktiv und du kannst unsere Edelsteinlampen entzünden. Spuck schnell Feuer auf alle kleinen Lampen, dann entzündet sich die große. Das Power-Up gibt dir genug Magie, um für kurze Zeit zu fliegen. Okay.
Auch hier wieder eine kleine Challenge. Schwierigkeitsgrad 1. Okay, man muss auch relativ schnell sein. Aber natürlich, neben der Tatsache, um diese Lampen anzuschließen, können wir uns damit auch etwas freier bewegen. Yay. Wir können zwar nicht dauerhaft fliegen, wie in den normalen Flugleveln. Ah, ich will noch da hoch, bitte. Aber zumindest können wir so etwas mehr erreichen. Was auch wieder mehr Möglichkeiten in dem Level bringt. Ich glaube, jetzt schon ist der Part etwas länger, nur für ein einziges Level. Aber man muss ja einiges erklärt bekommen haben. Und vor allem auch, wie die Story weitergeht. Die wollen Ripto loswerden. Der, ich weiß gar nicht, was das für Kreaturen waren. War das eigentlich auch Drachen? Also sahen nicht gerade sehr, sehr elegant aus. Also sind bestimmt keine förmlichen Gentlemans. So wie ich. Aber da gibt es auch noch was. Kann ich eigentlich aus beiden Richtungen da reinfliegen? Okay, bisschen durcheinander. Aber es klappt. Oh. Ich wollte eigentlich nur da hoch. So, hier gibt es gar nichts. Sehr schön. Freue ich mich. Sonst noch irgendetwas? Höher kann ich nicht fliegen. Gut, um die Lampen will ich mich noch nicht kümmern. Erstmal Überblick verschaffen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ja, eigentlich theoretisch doch. Machen wir es, komm. Machen wir es schnell. 1. 2. 3. 4. 5 und 6. Sehr schön. Danke für deine Hilfe bei den Lampen, Spyro. Eine Fee hat mir diese Kugel gegeben, aber Edelsteine mag ich lieber. Nimm du sie. Okay. Vielen Dank. Und das ist im Grunde immer bei so Challenges, dass wir diese Kugeln bekommen. Aber wie gesagt, was deren Bedeutung ist, das finden wir noch heraus. Was das hier eigentlich gebracht hat, ich meine, es leuchtet schön. Uns bringt es nichts, aber wenn die sich freuen, was soll's, dann freue ich mich für die. So, dann gehen wir mal weiter. Und zwar will ich die ganze Zeit hier hoch. Die Frage ist, komme ich da hin? Ja, okay. Okay. Und auch hier gibt es wieder Lampen. Oh. Mir fällt gerade was ein. Es gab eine Trophäe, um alle 6 Lampen einzuschalten, aber jetzt weiß ich gar nicht, welche gemeint waren. Waren es diese oder waren es die anderen? Das weiß ich gar nicht. Aber wie soll ich die Lampen denn anzünden? 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4, 5. Gibt es überhaupt 6? 1, 2, 3, 4. Ich bin zu blöd zu zählen gerade. Ich kann nur bis 3. Ach, da ist noch einer. Jetzt habe ich. Okay, das hier sind also auch 6. Ich vermute leicht, dass das hier für die Trophäe da ist. Ah, sie gehen wieder aus. Okay, dann kann ich es zumindest so probieren. Ich glaube allerdings für die Trophäe offiziell würde das nicht zählen, sondern man muss es tatsächlich entweder geschafft haben oder das komplette Level neu starten. Offiziell habe ich die Trophäe ja schon, das heißt, ich will euch nur die Challenges zeigen. Weil Level neu starten, gut. Das bringt jetzt nicht wirklich was. Die Frage ist, schaffe ich es überhaupt dahin? Also erstmal, bin ich überhaupt so schneller? Na, so nett. 1. Nö, ich kann es gar nicht so schnell schaffen. Das geht doch gar nicht. Ach, da ist noch ein Flugportal. Okay. Okay, mit diesem kann man diese Dinge entzünden. Okay, dann weiß ich auch jetzt, was da oben ist. Aber wir können ja noch nicht klettern. Also können wir es tatsächlich noch nicht machen. Ich sehe übrigens auf der Karte gerade, werden einem auch die bereits entdeckten Challenges markiert und die grün ausgefüllten heißen. Dass wir es auch bereits erledigt haben. Ich würde sagen, damit war es das, gell? Das ganze Level ist jetzt bereinigt. Edelsteine sehe ich keine mehr.
Kann ich da reinstimmen? Okay, kann ich nicht. Und eigentlich fehlt nur noch eben die Leiter für die Kristalle. Sonst nichts. Sehr schön. Dann machen wir das, sobald wir die Kletterfähigkeit haben. Dann würde ich sagen, beenden wir den Part mit einem erfolgreichen Level. Und im nächsten Part geht's dann weiter mit mehr Story und der Oberwelt von Avala. Zumindest der ersten. Und damit keine Sorge, heute ist nicht alle Tage. Ich zock wieder, keine Frage. Bis dahin, ciao!